bin Steffi Wahl aus Kiel, nehme beim Windsurf World Cup auf Sylt in der Disziplin Wave teil und möchte eigentlich gerne wieder aufs Treppchen fahren. Ich bin Caro Weber, ich starte hier am Reno Windsurf World Cup in der Disziplin Wave und hoffe, dass ich eine Runde weiterkomme und Letzter werde, aber hauptsächlich möchte ich einfach nur Spaß haben und zeigen, dass ich auch gut fahren kann. Karin Jacke, bin seit, ich würde mal sagen, 17, 18 Jahren schon auf der World Tour. Im Moment Dritte in der Welle und ich habe mir hier vorgenommen, mindestens Dritte zu werden, wenn möglich natürlich noch weiter nach vorne zu fahren. Also für mich ist es jetzt der dritte Tourstopp, insgesamt für die Mädels auch der dritte. Wir waren auf Gran Canaria, Teneriffa und jetzt das große Finale hier. Im Kampf ums Podium sind meine Konkurrentin Laure Trebu aus der Schweiz, mit der bin ich gerade punktgleich auf Platz 4 und Karin Jacke auch aus der Schweiz. Also in der Welle führt im Moment die Bayer vor Daida, also die Zwillinge von Gran Canaria. Also ich denke, dass Steffi Wahl hier ganz gut fahren kann, weil sie halt aus Norddeutschland kommt, dass sie diese Bedingungen halt sehr gut kennt, sich auch hier gut eingefahren hat, gut anklimatisiert hat und hat wirklich mit der Nordsee und diesen schwierigen Bedingungen mit viel Strömung, kabelige Welle, schwer zu lesende Welle, für sie so ein bisschen heimischer sind als für uns und sicher ganz sicher für die, die jetzt aus den Kanarischen Inseln oder von Maui oder so herkommen. Auf Sylt ist natürlich immer die total tolle Stimmung, weil hier viele Leute am Strand stehen. Sie sind begeistert vom Windsurfsport und es ist einfach immer herrlich. Gerade auch, weil es meine Heimat ist. Ja, also ich denke eigentlich, dass der World Cup für die Damen auch ganz attraktiv ist. Wir hoffen natürlich immer wieder, dass es neue Events dazukommen. Ich erwarte jetzt aber mehr als 3-4 Tourstops auf der Wave Tour. Also als große Events würde ich jetzt mal nicht erwarten. Ja, letztendlich ist es für uns hier die einzige Basis beim World Cup auf Sylt oder international die World Cups uns gegenseitig zu battlen, weil in Deutschland ist es immer schwierig, Mädels zusammenzukriegen. Die Veranstalter sind auch immer ein bisschen, ja, nicht ganz so erfreut, wenn wir nur wenige sind. Weil die Reglements sind halt dann schon, dass man 5 Mädels braucht. Fürs nächste Jahr denken wir oder hoffen wir, dass sich vielleicht ein bisschen was ändern wird, weil wir ein bisschen versuchen, mit den Veranstaltern zu sprechen und auch mal ein bisschen Werbung bei den Mädels überhaupt oder die Werbetrommel zu rühren, dass ein paar mitmachen und dass sie sich auch trauen mitzumachen. Und vielleicht haben wir dann auch eine Chance, dass wir wieder einen eigenen Heat kriegen und einen eigenen Wettkampf und uns nicht mit den Jungs messen müssen.